Hier beschäftigen wir uns nun mit einem berühmten Aufsatz von Kant, nämlich Was ist Aufklärung? Dieser Aufsatz von Kant erschien zuerst unter dem Titel Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung? In der Berlinischen Monatsschrift, Ausgabe Dezember 1784, und zwar als Antwort auf einen in der gleichen Zeitschrift, jedoch in der Ausgabe von Dezember 83 erschienenen Beitrag des Theologen Zöllner, in welcher sich dieser wiederum auf einen bereits im September erschienenen Aufsatz, und zwar bezogen auf die Zivilehe, berief, indem er einen allgemeinen Niedergang der Sitten verursacht durch die, Zitat, herrschende Denkungsart des Zeitalters, nämlich unter dem Namen der Aufklärung, die Köpfe und Herzen der Menschen zu verwirren, berief. Kant trat daraufhin diesem Zöllner entgegen mit diesem Aufsatz, Was ist Aufklärung, und verteidigt die Aufklärung mit seinem hier zur Debatte stehenden Aufsatz. Was meint nun Kant mit Aufklärung? Dazu ein Zitat. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Zitat Ende. Und er fügt hinzu, Zitat, Sapere aude ist der Wahlspruch der Aufklärung. Zitat Ende. Das heißt übersetzt in etwa, wage es, dich deines Verstandes zu bedienen. Negativ formuliert könnte man das so umwandeln, höre auf zu denken, was andere denken. Aber merke dabei, nur weil einem Gedanken durch den eigenen Kopf gehen, sind diese noch lange nicht eigene Gedanken, sondern können durchaus die Gedanken anderer sein. Man achtet hier am besten auf die verräterische Formulierung des Man, wie zum Beispiel, das macht man so, das hat man immer schon so gemacht, das weiß man doch, das und so weiter. Dieses Man steht gewissermaßen für allgemein verbreitete Gedanken, die eben nicht von Hause aus identisch sein müssen mit wirklich eigenen Gedanken. Gedanken anderer also, die einem einfach nur infolge von Gewöhnung und so weiter wie selbstverständlich als eigene Gedanken anmuten. Deshalb auch braucht es Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Wie denkt nun ein aufgeklärter Mensch? Nach Kant ist die Sache mit der Aufklärung an sich keine besonders komplizierte. Alles, was es braucht, um ein aufgeklärter Mensch zu sein, ist eben die Benutzung des eigenen Verstandes, aber eben ohne die Führung durch einen Dritten. Es ist ein selbstständiges Denken im Unterschied zum, klaren Wortsinne, Nachdenken oder besser noch vielleicht Nachplappern der Gedanken anderer. Selbstständiges Denken also ist es, was Aufklärung ausmacht. Also öfters mal anders denken, als man eben so denkt, Sie haben gehört, als man so denkt, öfters mal wirklich quer zu denken und Dinge zu hinterfragen. Merke hierzu die Grundfrage alles Philosophierens, was heißt das eigentlich genau, was Sie da gesagt haben? Oder, ja, wie meinen Sie denn das? Das sind im Übrigen Fragen, die man auch außerhalb der Philosophie also immer zur Hand haben kann, um ein Gespräch ganz einfach am Laufen zu halten oder fortzuführen. Wie meinen Sie das? Jeweils als erste Replik bzw. Antwort oder Entgegnung auf irgendetwas, was einem von außen her, von anderem her zugesprochen wird. Aufklärung meint also die Entwicklung von Unmündigkeit zur Mündigkeit. In diesem Umfeld nun sollen hier einige Fragen aufgeworfen und kurz beantwortet werden. Wobei wir uns hier bei diesem Video nur auf circa ein Viertel, nämlich das erste Viertel des Aufsatzes von Kant, beziehen. Zu diesem ersten Viertel gibt es dann, wie gesagt, die ausführlichere Auseinandersetzung, wenn Sie auf den Link unter dem Video hier klicken,
gelangen Sie dies zu diesem ausführlicheren Video. Nächster Punkt. Was sind nun nach Kant die Ursachen für die Unmündigkeit des Menschen? Als Ursachen für die Unmündigkeit benennt Kant Kategorien wie Faulheit bzw. Bequemlichkeit und Feigheit. Deren ethischen Gegensätze wären also Tugenden, die Kant dann später als Entschlusskraft und Mut ins Feld führt. Im Übrigen schließt Kant natürlich aus, dass es durchaus von der Natur her bestehende Einschränkungen der Verwirklichung solcher Tugenden geben könnte, also zum Beispiel natürliche Defekte auf einen wirklich eigenen Verstandesgebrauch, zum Beispiel infolge von Gehirnschädigungen und so weiter. Diese Ausnahmen behandeln wir hier nicht. Wie kommt es nun, eigentlich von der normalen, natürlichen Entwicklung her nicht notwendigen Unmündigkeit bei den Menschen? Als Ursache für das verbreitete Nichtmündigsein der Menschen bezieht sich Kant auf andere Menschen, die sich nämlich selbst zu Vormündern aufspielen und von sich aus die Oberaufsicht über die Menschen auf sich genommen haben, nämlich um die Übrigen zuerst einmal dumm zu machen. So steht es wirklich bei Kant. Und damit zu verhüten, dass diese überhaupt einen Schritt aus diesem Zustand herauswagen. Zusätzlich wird diesem dumm gemachten Hausvieh auch noch angebliche Gefahren aufgewiesen, auf die sie sich in einem solchen Fall, der sich auf den Weg machen zum eigenen Verstandesgebrauch einlassen müssten. Nämlich nicht zuletzt, indem sie eben Werkzeuge benutzen, wie Satzungen und Formeln, die einen freien Vernunftgebrauch verhindern. Gerade solche mechanischen Denkmechanismen verhindern, dass sich die Menschen zum Beispiel über die hier genannten Umstände überhaupt klar werden, beziehungsweise ihren Geist so bearbeiten, dass sie sich aus dem Zustand der Unmündigkeit nach und nach herausarbeiten. In heutiger Lesart könnte man hier durchaus zum Beispiel an den ununterbrochenen Einfluss von Werbung oder der einseitigen Kommunikation in den Berieselungsmedien wie Fernsehen oder Internet denken. Oder vielleicht noch provokativer, wenn Aufklärung die Aufforderung bedeutet, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen, dann wäre die moderne Digitaltechnik eher die Option, Verantwortung an Apps, Algorithmen und anonyme Datendienste zu delegieren, also eine Stabilisierung oder weitere Ausweitung des Unmündigseins der Menschen. Kant nennt aber sogar eigene Beispiele für diese Bequemlichkeit als Ursache von Mündigkeit. Zitat: Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, resoniert nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat, resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche, resoniert nicht, sondern glaubt. Und Kant schließt diese Passage mit dem Satz, hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Zitat Ende. Was wollten die Aufklärer also insgesamt erreichen? Durch ihre Kritik der traditionellen, meist religiös bedingten Vorurteile wollten die Aufklärer die menschliche Vernunft aus einer Abhängigkeit bzw. Unterordnung zu Kirche und Staat bzw. jeglicher Bevormundung befreien. Dies legt übrigens intuitiv die Vermutung nahe, dass es allein die Aufklärung ist, die den Menschen in die Freiheit führt, dass der zunächst gefesselte Verstand sich sozusagen erst durch die Aufklärung befreit. Demgegenüber aber ist Kant der Überzeugung, dass grundsätzlich die Freiheit des Menschen Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch sich überhaupt aufklären kann. Zitat: Welche Einschränkung aber ist es der Aufklärung hinderlich, welche nicht, sondern ihr Wohl förderlich? Ich beantworte, der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen.
Kant ist also der Überzeugung, dass der Prozess der öffentlichen Meinungseinbringung und damit die anfangende öffentliche Auseinandersetzung von Meinungen, das Abwägen nach Pro und Contra, wohl zum Nachdenken über das eigene Denken, über die eigene Meinung führt und insofern zu einer Befreiung von oktroyierten, aufgezwungenen oder angewöhnten, angeblich eigenen Meinungen. Eine solche Aufklärung dürfte wohl nie endgültig abzuschließen sein, alleine schon, weil das Problem mit jeder Generation wieder neu auftritt. In der Summe, Kant gilt als Vordenker der Aufklärung, weil er in seinen Schriften dazu aufrief, sich von jeglichen Vorgaben wie angeblichen von Gott und so weiter zu lösen und Verantwortung für sein eigenes Denken und Handeln selbst zu übernehmen. Ich danke Ihnen.